Das Promi-Geflüster heute zu Gast mal wieder im Zillertal anlässlich des großen Jutzi Open Airs. 25 Jahre Jutzis und natürlich haben sie einen Ehrengast eingeladen, der, ich glaube, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, nochmal 2001 waren wir schon zusammen mit der Musikantenstadtlauftour. Roberto Blanco ist heute mein Gast. Ich freue mich sehr. Ja. Ja. 2001. Ich glaube, 2001, wenn ich es richtig habe, wart ihr zusammen mit Musikantenstadl. Okay. Ja, okay, ich meine, kann sein, ja. Von daher hattest du eigentlich schon Beziehungen auch zu den Jutzis dann sozusagen, die Begegnung? Ne? Natürlich, ja. Wenn du so lange im Showbusiness bist, dann musst du mal die Jutzis begegnet haben. Und ich freue mich, hier zu sein. Wunderschöne Gegend, wunderschön, also herrlich. Und Zillertal ist sehr, sehr schön. Ich war schon mal da und komme immer gern wieder. Und ein Empfehlungsort. Gibt so viel um diese Welt. Wenn die Menschen sich verstehen würden, würden sie alles nicht zerstören. Ich finde das so toll. Ja, vieles einfacher, das stimmt ja. Richtig. Im Juni haben wir jetzt gerade vorher noch mal kurz gelesen, hattest du ja deinen 82. Geburtstag schon gefeiert. Ja, einmal müssen wir Geburtstag haben. Ja, und meine war im Juni, ja, genau. Wie fühlst du dich? Wie hältst du dich fit? Ich fühle mich wie 41er und ich halte mich fit. Also muss man, jeder Mensch muss auf sich aufpassen. Also das fängt damit an, man hat einen Körper und der gibt uns Zeichen, was er braucht, was er nicht braucht. Und darum sage ich, man muss auf seinen Körper hören ab und zu. Und ich glaube, Elisa, ich esse sehr gern. Beim Essen trinke ich gern mein Glas Wein oder mal mein Bierchen oder mein Radler oder mein Campari Soda, aber mäßig, nicht regelmäßig. Und ich esse, ich bin ein Gourmet, ich esse fein und ich suche mir aus und sage, ich finde das toll, wenn man dieses Glück hat, diese Chance zu machen und das zu verwirklichen, dann muss man dankbar sein. Und die Gesundheit ist also A und O, danke Gott und alles, ja. Genau, und natürlich deine musikalische Laufbahn hat ja, die hat ja auch ganz toll angefangen, sage ich mal. Und deine Erfolgstitel, man kennt es natürlich, der Puppenspieler, heute so, morgen so. Und natürlich ein bisschen Spaß muss sein. Ich glaube, ohne das geht es auf der Bühne nicht, oder? Ja, es ging auf der Bühne, bevor ich das gesungen habe. Entschuldige, ich bin aber heute. Aber ja, heute. Ich bin nicht damit geboren. Ja, aber genau. Ich freue mich, dass ich diese Titel hatte. Ich werde damit überall konfrontiert. Wenn ich irgendwo bin, Flughafen, Bahnhöfe oder irgendwo Hotels und so. Hey, Herr Blanco, ein bisschen Spaß muss sein. Ich finde das so herrlich, ich finde das toll. Und das ist der Traum von jedem Sänger, so einen Titel zu haben, der im prägt und der ihn identifiziert. Und ich freue mich darüber. Und natürlich, da werden die Leute heute auch das hören, viele andere Sachen auch. Ist es dann auch ein Stück weit Lebensmotto von dir gewesen, so ein bisschen einfach Spaß, der Entertainer zu sein? Entschuldige, wenn ich dir sage, Spaß, seitdem ich geboren bin. Und ich bin 82 Jahre, wie du sagst. Und ein bisschen Spaß muss sein, haben wir aufgenommen, 72. Du siehst, also ich war schon paar Jahre auf dieser Welt, aber ich hatte immer Spaß am Leben. Man muss Spaß am Leben, weil wenn man hier ist, wenn man lebt und man hat das Glück, in diesem Grad vom Welt zu leben, wo andere leider viel Pech haben und nicht diese Natur haben und nicht alles. Wenn man das hat, muss man Gott dankbar sein. Ich habe immer Spaß am Leben gehabt und wenn man Spaß am Leben und positiv denkt, und das Wort Leben und Leben lassen ist sehr wichtig, dann geht dir gut. Das glaube ich, genau. Und dann war ja dann der zweite Satz sozusagen, dann kommt das Glück von ganz allein. Glück auch gehabt? Für mich ist ein Glück, wenn man gesund ist. Das ist Glück. Und das ist das größte Glück. Das stimmt. Gesund zu sein, gesund zu bleiben. Und dann ein Glück ist, wenn du etwas hast, wo das ganze Menschen, die ganze Leute, guck mal, ich bin 99,9% bekannt, und die immer, die strahlen ein, sie bedanken sich, weil die haben mit mir ihre Jungs, jungen Leben, die sind mitgewachsen, aufgewachsen. Und das ist Glück. Glück habe ich auch,
wenn du eine Partnerin gefunden hast, auf den richtigen Moment, der dich hochhebt und der immer zu dir heilt. Und Glück ist, wenn du Bekannten, gute Bekannten hast. Freund, das Wort Freund ist ein schweres Wort, aber es gibt viele Bekannten, die nett sind. Und dann werden sie zu Freunden. Erstmal sind die bekannt, das ist meine Meinung. Und dann merkst du dann später, aha, das ist ein Freund. Und Freund ist nicht, es ist nicht immer, wenn du sagst, ja, ein Freund muss mir immer helfen. Nein, wir müssen uns gegenseitig helfen, so oder so. Und das merkst du, die Freundschaft. Und dann, wie man im Wald ruft, kehr zurück. Genau. Sei lieb zu allen Menschen. Und keiner kann dir böse sein, wenn du lieb bist. Weil von allein merken die, oh, wenn ich anfange, hier eine Show zu spielen und will, ne, merken sie sofort, trennen sie sich, oh, Entschuldigung. Aber das ist das Wichtige, Respekt. Und respektiert werden und Respekt zu geben, ist das sehr wichtig. Auf alle Fälle, sehr gut. Tolle Sache, genau. Und jetzt natürlich mit deinen kubanischen Wurzeln, dann kommt jetzt auch die kubanische Musik in den letzten Jahren ein bisschen mehr in den Vordergrund. Ich bin schon seit Beruf Sänger, seit 57. Und in meinen Shows auf der Bühne war immer was kubanisch dabei. Also ich habe angefangen, wo ich angefangen zu singen, ja, es gab ein paar Titel. Ich habe gesungen von dem und so. Und ich habe auch meine erste Schallplatteaufnahmen gehabt. Und dann habe ich gesungen von Belafonte, wo meine Sonne scheint. Und Katrina Valente hat auch gesungen, ich war auch. Also ich habe viele südamerikanische Songs. La Paloma, das ist ein Song der von Spanien für eine Kubanerin. Also ich war immer, habe ich immer gehabt, meine südamerikanische Wurzel kam immer auf die Bühne. Und das ist das, weil ich habe nicht nur in Deutschland gesungen. Du musst denken, ich habe die ganze Welt gesungen. In Tokio, in Hongkong, in Singapur, in Südamerika. Und ich habe da nie, das Wort Schlager kennen die nicht. Also ich habe gesungen international, Jazz, alles. Und ich habe immer gesagt, ich bin ein Sänger, der auch Schlager singen kann. Ich bin vom Beruf Sänger. Weil bei uns hier deutschsprachig, man wird immer geschublade. Der ist Schlagersänger. Weil du einen Erfolg hast mit einem Schlager, bist du Schlagersänger. Nein, ich bin ein Sänger, der auch Schlager singen kann. Ich kenne Jazz gut, ich habe keinen Hit mit einem Jazznummer oder sowas, das nicht. Aber dafür habe ich das immer gesungen. Und ich habe immer südamerikanisch gesungen, ich habe Tangos gesungen, ich habe alles gesungen. Und darum sage ich immer, ich wiederhole, ich bin ein Sänger, der auch Schlager singen kann. Und da bin ich stolz darauf. Sehr gut. Toll. Glückwunsch dafür. Genau. Und vor allen Dingen so lange schon im Geschäft. Gibt es jetzt schon wieder irgendwelche Pläne für neue Produktionen? Aber sind Pläne dabei. Und natürlich, es kommt bald ein neues CD raus, neue Songs. Ganz anders. Also, ich will nicht verraten, aber man weiß, dass ich singe, man merkt, dass ich das singe, aber viele Rhythmus, andere wunderschön und ich hoffe, dass die Leute gefällt. Und ich habe einen Film drehen auch und also eine Rolle in einem Film. Also es geht immer weiter seit so beinahe 63 Jahren und war immer so, dass man Projekte und langsam. Ich bin ein Mensch in meinem Beruf, dass ich bin so weit, dass ich sage, ich kann mir aussuchen, das und das. Also, und natürlich, du singst auch für ein Gehalt. Und ich hoffe, dass, wenn du das haben willst, dann musst du das bezahlen. Wenn du ein Spezialbrot haben willst, dann musst du das bezahlen. Wenn du ein schönes Auto willst, dann musst du das bezahlen. Und das ist bei uns, das ist mein Beruf. Und ich mache das sehr gern. Und ich freue mich, dass nach so langen Jahren ich noch dabei bin und gesund, das ist wichtig. Genau, wollte gerade sagen, solange die Gesundheit mitspielt, geht alles noch, ne? Genau. Und ich bedanke mich, das ist sehr wichtig, beim Publikum, dass ich noch da bin. Weil ich habe immer gesagt, und ich bin auch der Meinung, und man hat mir auch gesagt, eine Weltstar hat das zu mir gesagt, das war Josephine Baker, wo ich damals, viele werden nicht wissen, aber Josephine Baker war eine Weltstar, ich habe Tournee mit ihr gemacht. Die hat immer gesagt, Roberto, ist egal was, solange du nicht von jemandem gesponsert bist und versuch das nicht zu werden,
sonst gehörst du zu die Leute, die sponsern. Die können sie hoch und nachher eines Tages, bumm, lass sie fallen. Ich bin noch nie gesponsert von Presse, nicht von was weiß ich, von einer Firma, von einem Auto, von niemand. Ich bin meinen Beruf Stufe für Stufe, Step by Step. Und wenn du das erreichst, langsam, nach 4 Jahren, und du bist noch 99,9% bekannt, und du Leute wollen dich haben, weil das Leute, die Menschen, das Publikum will dich haben. Du kannst geputscht werden von jeder Zeitung, am Moment, und nachher, wenn das Publikum dich nicht haben will, dann merkt sie, das ist heiße Luft, was rauskommt. Und darum, ich danke Gott und ich danke das Publikum, weil durch das Publikum bin ich da. Und hoffentlich noch ein paar Jahre lang. Das Publikum hat lange Leben und ich freue mich, wenn Kinder zu mir kommen und wollen Autogramme. Ich sage, das ist toll, die leben länger, dann habe ich noch Zeit, wenn ich noch da bin. Weil, wenn man wirklich sieht und betrachtet, in den letzten paar Jahren, muss man sagen, sind doch ein paar Schicksalsschläge auch gekommen von den Kollegen. Ja, ne? Darum sage ich, ja. Das ist, was ich sehe und darum, dann kriegst du mehr Respekt und du sagst, oh Gott, ich bin da. Gott, danke für die Berührung. Tut mir leid, dass die Kollegen nicht da sind, Costa und alle, die da sind. Aber wie gesagt, die Gesundheit ist das A und O. Und liebe Gott, danke schön, dass ich dann mal gesund bin. Müssen wir auf sich aufpassen. In letzter Zeit sind wir jetzt auch befreundet bei Instagram. Bist du da selber aktiv? Bestimmt. Meine Frau, sie macht alles für mich. Okay. Ich bin der Sänger, ich kümmere mich um meinen Beruf auf der Bühne und alles. Und sie macht alles. Von Management bis alles, ja, bestimmt, sie mal drin in Instagram, ja. Genau, also, wir sind wie moderne Leute. Ja, das gehört dazu heute. Ja. Und wenn man jetzt natürlich noch ein bisschen mehr von dir erfahren will, bist du auch im Internet natürlich Homepage präsent. Ja. Die heißt, wie weißt du die Homepage auswendig? Roberto Blanco wirst du sofort, also gucken Sie mal Roberto Blanco und da kommt es raus. Genau. Dann würde ich sagen, genießen wir hier noch ein bisschen die Zeit im schönen Zillertal und dir heute Abend einen ganz, ganz tollen Auftritt. Ich werde mein Bestes tun. Bestimmt haben wir ein tolles Publikum und die werden verdienen, dass wir dem einen schönen Abend geben. Dafür sind wir da. So soll es sein. Ja. Lieber Roberto, herzlichen Dank, dass du Gast warst. Auf die nächste Interview. Bleib gesund. Bestimmt. Bleib gesund. Du auch. Ja, auch. Und in diesem Sinne, alles Gute. Danke. Bis bald. Ja.